Moin Leute, heute machen wir zum ersten Mal VMAX Climax auf. Ja, sie freut sich schon. Und zwar ein ganzes Display wurde früher verschickt, als wir gedacht haben. Eigentlich hieß es, es wird erst am 13. verschickt. Wir haben es heute schon bekommen. Nice. Und haben gedacht, okay, wir machen gleich mal das Display auf. Ne, wir können jetzt noch reden, also es wird eh rausgeschnitten. Ne? Ist kein Problem. Gut, dann machen wir das feine Ding einfach mal auf. Ich habe so Bock auf dieses Set. Ohne Witz, ich habe so sehr Bock auf dieses Set. So, machen wir es so. So, nach der kleinen Unterbrechung von der Katze können wir jetzt auch machen. Ich habe echt Angst, diese, also ich weiß, dass hier oben, dass man die aufreißen kann und so, aber mache ich nicht gerne. Ich schneide lieber bei den Boostern hier. Bei den deutschen, englischen wird natürlich normal geöffnet, aber bei den japanischen mache ich das lieber so. Und ich finde es so... Zu viel Angst, dass wenn ich das so runterreiße, dass ich die Ecken von den Karten knicke. Genau, vor allem, das ist auch einmal passiert schon einmal. Seitdem mache ich das nur noch mit der Schere. Ich finde halt cool, dass jede Energiekarte so ein gleiches Glitzern hat. Das ist geil. Das sieht cool aus. Volti. Erik Getüde. Oder? Ja. Ja. Sipa. Hornio. Der Kampfturm. Ein Schlüssel. Kampf-Energie-Gedöns. Keine Ahnung. Ein rosaner. Ein rosaner. Mit Portalen. Ein wunderschönes Relaxo. Oh ja, wie es springt. Also wirklich sehr, sehr schönes Relaxo. Nachtara wie? Ja, nimmt man mit. Schmeckt. Ah, und da sieht man schon das neue Holo. Da sieht man schon. Das sieht man hier bei uns ja irgendwie schlecht. Ah, jetzt, okay. Das sieht schon cool aus. Das sieht schon cool aus, muss man sagen. Weil es hat zwei verschiedene Holo-Arten drin. Also hier sieht man es jetzt, dass es zwei verschiedene Holo-Arten drin hat. Weißt du, was ich meine? Ja, also die... Einmal die vollen und einmal diese leeren. Genau. Das ist schon cool. Auge. Energie. Auge. Du dann Tüten, die glitzern. Wenn du mir Tüten gibst. Ja, bin ich dabei. Okay. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Tick-Zacks? Nee, Tick-Zacks ist die Vorentwicklung. Ich habe keine Ahnung mehr. Egal. Snom? Hm? Snom, glaube ich. Okay. Snom haben wir nämlich immer gesagt dazu. Euli und Heimwasser. Oh, so muss sein. Und lauter. Lauter. Okay. Nicht flüstern. Ein Trainer. Ein Horn. Schnee. Mit I, oder? Oder? Ja, ich glaube auch. Oh, ich weiß es nicht mehr, egal. Ich weiß auch noch mal. Den weiß ich auch nicht. Ola Urso. Ola Urso. Oder Ola Urso. Oder egal, irgendwie so. Der Hochhaus. Der Hochhaus und VMAX. VMAX Hochhaus. Oh! Unsere erste Character Rare. Sorry. Die sieht einfach so geil aus, dass das Pokémon und der Trainer nicht glitzern, einfach der komplette Background glitzert. Ja. Das sieht halt so geil aus. Das ist mega schön. Mega schön ist das. Oh, yes. Oh, eine Blattenergie? Psycho, Poki, ich habe keine Ahnung. Ich kenne die ganzen Pokémon. Also die Leute, die mir schon länger auf Twitch und so. Ich kenne die wirklich, ja. Auch wenn das jetzt nicht rüberkommt. Snapke, genau. Aber ich habe dann immer sowas, immer totale Blackouts, wie die heißen, ja. Jeden Trainer will fast jeder haben. Als Full Art. Ja. Ein Ballon. Hundemon. Sehr, sehr geil, das Artwork. Hundemon gibt es auch sehr geil als Auto in der Tür 4 drin. Ja. Und guck mal, das sieht schon im Hintergrund aus, als wäre da... Oh mein Gott! Oh! Das ist... Mein Gott! Pikachu. Das ist eine der teuersten Karten in diesem Set. Henny! Oh mein Gott! Oh mein... Oh mein Gott! Und auch, ich sehe jetzt keine... Keine Printline oder so. Auf den ersten Blick nicht. Ah, oh, das ist der Mund. Ich hab mich gerade vor dem Mund erschrocken. Alter, ist die geil. Mach mal weg da. Oh, Leute. Wenn man auch so... Es ist eine so schöne Karte. Die ist echt mega schön. Nice.
Alter! Oh. Sheesh! Oh, ich mach doch gleich einen Toploader. Oh yes. Dann nimm einen sauberen Toploader hier. Wir haben auch noch hinten dran die Secret Rare gezogen, ey. Das ist, wenn da jetzt noch eine Character normal hinten dran ist, ist es das krasseste Booster, was man haben kann, ey. Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Henrik, was machst du? Das gibt's doch nicht. Ich finde die ganzen Gary bzw. Blue Artworks so geil und oh, ich bin so froh, jetzt schon eins zu haben. Ja. Weil der hat ja auch noch Aquana, der hat ja auch noch Aquana und Flamara hat er ja auch noch. Oh mein Gott. Alter. Schmeckt. Das schmeckt richtig. Die kommt da. Godpacks. Ja, stimmt, ein Godpack. Ja, in dem Display können auch dort Godpacks drin Pets. Sein. Godpacks. So. Wasser Energy. Hier, Tüten. Ja, ja. Schneemann. Weberak heißt der. Weberak, genau, richtig. Den kenne ich nicht. Ja, aber ich glaube, Psychokäfer ist das, glaube ich, sogar Pokémon. Also im Spiel hat er, glaube ich, auch ein Käfer-Ding drin. Ich weiß es nicht. Den kenne ich auch nicht mehr. Hat er da was zu essen? Nee, trinkt doch. Hat er da was zu essen? Also kleine Donuts oder irgendwas. Ja, stimmt, da hat er was zu essen. Hier mal ein Essen, wollt ihr kaufen? Donuts. Kamera. Ja. Voltoball? Elektroball ist es, ja. Oh. Ein sehr geiles Pikachu, wie? Wie schön sieht das denn aus? Auch also mit den Sonnenstrahlen da so rein. Ja. Mega schön. Und? Und ein Bronzel. Und dann können wir weitermachen. Richtig. Wir haben bis jetzt von keine doppelte Energy, ey. Das ist krank. Das ist cool. Müssen auf jeden Fall alle haben. Ja. Oh, guck mal, Mr. Mime, Alter. Mr. Rhyme. Nein, nicht. Das ist Pantemimus und Mr. Rhyme ist dann doch. Oder ist das das gleiche? Ich bin verwirrt. Ein schönes Flamara, aber ist ein Reprint. Die kennt man auch. Die haben wir auch schon ein paar Mal gezogen. Ein bisschen runter, okay. Ja. Ich mag das erst nicht, wenn in den Videos alles so nah ist. Okay. So wie bei allen anderen. Ja. Oh, der Süße. Ein Cutie. Mhm. Egal. Genau das. Oh, nochmal ein Ice Rider. V-Max Ice Rider. Und keine Ahnung, ein Tintenfisch, Oktopus, keine Ahnung, Gedöns. Ja, so irgendein Gedönse. Und irgendein Gedönse. Mal gucken, ob unsere Glückssträhne mit den Energies weiter anhält. Wir hatten nämlich auch noch nicht gehabt. Die Energy. Stimmt. So. Wuffels? Wolo-Ursus, die Nachentwicklung. Ich wollte Wolo-Ursus sagen. Nee, nicht Wolo-Ursus. Oh, ich bin egal, ich bin verwirrt. Oh. Das ist jetzt ein Zickzack. Das ist ein Zickzack, du. Aber ich kenne die jetzt doch auch im Braun, oder? Das ist die Galarform. Ah, okay. Ah ja, da steht noch was Kleines vorne drauf. Irgendwas mit A. Weil das ist Weberak und das ist dann A. Glaub ich. Keine Ahnung. Trainerin. Fluchtseil. Das können wir lesen. Zwoblock oder Zwie? Das ist egal. Ja, egal. Den habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Der große vom Schnäppke. Der große vom Klein. Oh, ein Galaarctos. Nice. Und. Ey, dieses Display kann ich nur. Ich gucke nicht auf. Wir haben jetzt aber drei. Wir haben jetzt drei Character Rares, eine Goldkarte und eine Secret Rare. Bedeutet, wir sind eigentlich durch. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr kommen, außer es kommt ein Godpack. Oder wir haben richtig, richtig Luck. Ja. Ich greife gerade mal hier. Naja, wenn jetzt noch ein Godpack kommt, ist das das krankeste Display, was es jemals gab. Ich glaube, dann
holen wir uns auch nochmal. Wir holen uns doch jetzt nochmal, ey. Undicht hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ja, Undicht hatten wir. Undicht war es eher, für was ja. Wir hatten. Ja, Feuer fehlt uns noch. Kampf. Feuerkampf, genau. Ich weiß nicht, ob es da drin gibt auch Feen. Nein, Feen gibt es nicht mehr. Gibt es auch nicht. So. Ach, da ist Feuer. der Drachentrainer, der Handschuhs. Drachenschuh. Das Artwork finde ich aber auch cool. Ja, das sieht so cool aus, wie da auf so Berg steht. Und. Oh, nicht nein. Im Ernst, oh, Henrik. Oh mein Gott. Mega geil. Oh mein Gott. Ich kann es irgendwie gerade nicht so wirklich. Hä? Es ist irgendwie so... Unser Packlack ist zurück, unrealistisch. Ey. Unrealistisch. Unser Packlack ist zurück, ey. Das gibt's doch gar nicht. Mega. Die beste Secret Rare, eine der... Die beste Gold Rare, glaube ich sogar. Jetzt kommt nicht erst Pikachu, dann kommt Mew und dann kommt Rayquaza, glaube ich, irgendwie so in der Reihenfolge. Und wir haben noch 3 Booster. Ja. Oh mein Gott. Alter, was? Da kann eigentlich nichts mehr kommen. Normalerweise. Also noch, da soll noch mal einer sagen, Eevee Heroes wäre das beste Set. Feuerenergie. Also ich finde das Set geiler als Eevee Heroes, weil du viel mehr geile Karten ziehen kannst, worüber du dich freust. Ist das eigentlich der kleine Pinguin mit dem Eiswürfel auf dem Kopf? Genau. Aber da steht gar nicht das. Da ist Eis gebrochen. Ah, ich hab gedacht, das wäre vielleicht die Weiterentwicklung, aber. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich finde, das Pokémon sieht immer aus wie ein Digimon. Ja. Alles gut. Ein Trainer? Ein Trainer? Ein Trainer. Gedächtniskapsel, so heißt das Ding. Oh, stimmt, die hätten wir in Gold gezogen, ja. Leon? Leon? Eine Mutter. Oh, und Sylveon? Sylveon V-Max. Mhm. Nice, nice. Okay, ja, da kommt jetzt, also wenn da jetzt noch irgendwie... Was gewesen, wäre schon krass gewesen, aber... Stell mir vor, wir drehen noch die Galar-Friends, die Trainer voll out. Kampfenergie, ich glaube, wir haben alle. Ich glaube auch. Und ein wunderschönes Glumanda. Zwielicht, glaube ich, war das, gell? Ja. Stimmt, hatten wir die schon? Nee, oder? Stahlenergie hatten wir nicht. Ja, stimmt. Und doch, hatten wir. Aber wie heißt die mit dem Stern? Stern? Neutral, die gibt's nicht als normale. So. Ups. Ein Apfel? Eine Glocke. Die haben wir doch vorhin auch als Trainer. Den Apfel. Die Glocke. Genau. Ja. Hier, Golbat? Golbat. Oder X-Bat? Ja, das ist nicht was. Ja. Und die Kampfenergie nochmal hinterher. Nice. Aber hier sieht man, da ist eine fette Printline. Das, wie kann ich das halten, damit man das sieht? Da, jetzt sieht man es. Ja. Also da sieht man schön die Printline durch. Sheesh. Last Pack Magic. Da muss kein Magic mehr her, ey. Stell dir mal vor, das wäre jetzt aber ein God-Pack. Oh mein Gott. Hier wäre die Hütte zu klein. Und? Stimmt, wir hatten schon Auge. Wir haben schon Auge gemacht. Kein God-Pack. Inteleon? Inteleon ist die große. Stimmt, Inteleon war der große, genau. Kirsche? Ein bisschen weiter rüber vielleicht? Genau. Genau. Fächer. Blitzer. Rose. Genau. Ich habe keine Ahnung. Was bist du? Octopus? Aus dem Fisch? Ist das Octillery? Weiß ich nicht. Nee. Aber aus einem Fisch wird ein Octopus? Das fragst du jedes Mal. Okay, gut. Und Skü-Skü?
Okay. Ja, tun wir nochmal hier recappen, was wir alles gezogen haben. Hier, den hast du. Ich habe die alle nicht getötet, weil ich keine Tüten hatte. Wir haben X-Bart. X-Bart ist es. Wir haben Sylveon. Wir haben... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Bei den beiden. Wir haben auf jeden Fall Glurak und Lien. Richtig geil. Wir haben Galaarctos. Wir haben... Suhur? Nee, nicht Suhur. Zekrom. Zekrom mit Trainer. Ice Rider. Pikachu V. Wir haben Gary und Blitzer. Wir haben die Professorin, Assistentin, die Sophia? Dann zu Professor Sophia. Stimmt, die war Sophia, stimmt. Sheesh. Und Gala, Zapdos. Der Hochhaus. Wir haben hier nochmal Nachtara V. Und wir haben hier die andere Character Rare mit Bronzong. Bronzong und der Trainerin. Und zu guter Letzt haben wir auch nochmal. Das goldene Pikachu. Das goldene Pikachu V-Max, ey. Krank. Einfach nur krank. Das ist richtig hart, Alter. Ja, Leute. Was soll man dann noch sagen? Tschüss. Ja, ich hoffe, es hat euch das Unboxing hier gefallen. Ey, also das krank, was wir hier gezogen haben. Das ist einfach nur krank, der Pokémon noch ein Display. Das ist, hätte ich niemals, ich habe mit null gerechnet. Mit null, weil wir in letzter Zeit nie Glück hatten. Nee. Und das ist einfach nur krank. Ja, ich hoffe, man sieht sich mal. Es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann einen Comment. Und bis denne.